Willkommen zur Pressekonferenz nach der Partie FSV Wacker 1900 gegen ZFC Meuselwitz. Am 8. September, zweiten Hauptrunde des Thüringen-Pokals. Das Ergebnis 2:1, Torschützen 0:1 für den Gegner Warsch, 1:1 Müller, 2:1 Löwensröben. Gepfiffen hat die Partie Schiedsrichter Daniel Bartnitzki mit seinen Assistenten Richard Lorenz und Julian Göpfert. Gesehen haben das Spiel 698 Zuschauer. Zu meiner Linken begrüße ich den Gästetrainer Heiko Weber, zu meiner Rechten unseren Trainer Heiko Scholz, und kommen wir gleich zum Statement des Gästetrainers. Glückwunsch an den Sieger. Wir haben heute selber in diesem Spiel das gespielt, was wir spielen können. Wir haben 4-5 Großchancen uns erarbeitet, konnten in vielen Phasen mithalten, haben dieser starken Mannschaft hier noch 1000 Paroli geboten, gehen in Führung, und der Knackpunkt war heute, dass wir gleich 3 Minuten später den Ausgleich bekommen, dass man 1000 sehr, sehr gute Standards schießt oder spielen kann. Das wussten wir. Und in gewissen Momenten haben wir heute die Torhüter das Spiel entschieden, weil wir hatten immer die Chance, hier noch einen Ausgleich zu schießen oder nochmal in Führung zu gehen. Der Torwart von Nordhausen traumhaft gehalten, und in den entscheidenden Momenten, die bei uns gelaufen sind, sind die gegen uns negativ ausgefallen. Deswegen hat Nordhausen verdient 2:1 gewonnen. Aber mit unserem Gesamtauftritt war ich sehr zufrieden, weil wir ja auch einen anderen Weg gehen müssen mit Spielern, die lange nicht gespielt haben oder woanders gar nicht zurechtkamen. Nochmal, wir sind im Pokal enttäuscht, dass wir hier heute spielen mussten. Das hätte, glaube ich, ein bisschen später passieren können. Nordhausen viel Glück im Pokal. Und das, was wir heute schlecht gemacht haben, oder schlechter als sonst, machen wir im Punktspiel gegen Nordhausen dann besser. Danke. Vielen Dank. Heiko, was möchte sein? Statement? Hallo zusammen, danke Heiko für die warmen Worte. Wir haben in der ersten Halbzeit ein Katastrophenspiel abgeliefert. Aber da muss ich die Jungs auch noch ein bisschen in Schutz nehmen. Weil wenn man jetzt von Mittwoch zu Sonntag auf 8 Positionen wechselt, dann muss man den Jungs auch mal so eine Halbzeit zugestehen, dass man dann vielleicht nicht so eingespielt ist. Aber wir waren zu behäbig, wir waren zu langsam, und in der zweiten Halbzeit ging es erstmal dann richtig in die Hose mit dem 0:1, und zum Glück machen wir gleich das 1:1. Wenn das ein paar Minuten länger dauert, kann das dann ein schönes Gewürge geben. Ich denke, wir haben kein gutes Spiel gemacht, aber es ist Pokal. Wir wissen in Thüringen, wie viele Mannschaften du besiegen musst, ohne dass man einen kleinen Verein hier unterschätzt. Ja, 2 sind schon raus, wie Gera und Rudolstadt. Und wir sind glücklich, dass wir jetzt auch einen Mitfavoriten des Pokals natürlich mit Meuselwitz geschlagen haben. Wir waren, vielleicht keiner mehr dabei, wie wir gespielt haben. Ich bin glücklich, dass wir gewonnen haben. Das ist ein absolutes Kompliment meiner ganzen Truppe, wie die das jetzt die letzten Wochen durchgezogen hat. Sonntag, Mittwoch und immer wieder, wenn einer dann nie spielt und wieder der Nächste reinkommt. Heute hat es nie. Fußball funktioniert von der Moral, ja. Und deswegen bin ich glücklich, schwamm drüber. Sind im Lostopf, und jetzt freuen wir uns, dass wir einen guten Gegner kriegen hier zu Hause. Dankeschön. Schönes Dank. Wochenende noch. Danke. So, an der Stelle kommen wir wie immer zu den Fragen der Presse. Gibt es Fragen? Die totale Rotation, die jetzt betrieben wird, wie hast du deinen Spielern ja ausgiebig erklärt. Funktioniert das jetzt schon aus deiner Sicht, oder ist das ein Modell, was man auch jetzt ein bisschen ruhiger wird, wieder in die Kiste packen kann? Du bist ja selber, du guckst ja auch Fußball, Rotation, ist immer gut, wenn du gewinnst. Und in der Bundesliga, wenn du rotierst und verlierst, immer wie Kovac in Bayern, dann bist du auch nicht der Gute. Wir haben das Glück gehabt, dass wir auch erfolgreich spielen. Ist natürlich auch mutig, wenn wir bei Hertha dann 8 Positionen ändern. Heute haben wir 7 geändert. Aber wir haben mit dem Präses, mit dem Sportdirektor, meinen Co-Trainern die Mannschaft so zusammengestellt, dass wir auf jeder Position versucht haben zu doppeln, dass jeder auch Konkurrenzkampf die ganze Woche, weil dann wirst du als Team auch besser, wenn du ständig Druck hast.
Und ja, das hat jetzt funktioniert. Wir haben jetzt nochmal am Mittwoch nochmal eine richtige Aufgabe in Babelsberg. Wenn das dann vorbei ist, können wir mal durchatmen, ein paar Tage. Und dann kommen die richtigen Spiele dann mit Afford, Lok, Cottbus. Ja, dann versuche ich natürlich, auch wenn es mal ein bisschen taktisch ist, aber dann versuche ich natürlich, die 11 Besten spielen zu lassen. Ja, aber es ist trotzdem schön, wenn man jetzt, wir haben jetzt 17 Stammspieler und die bringen alle ihre Leistungen und versuchen alles. Das ist sehr angenehm, weil dann auch jeder das Gefühl hat, dabei zu sein. Aber das ist als Trainer nicht immer ganz einfach. Und ja, ich bin froh, dass die Ergebnisse stimmen in den letzten Wochen. Zurück, war heute nicht so hundertprozentig gut drauf. Hattest du überlegt, ihn auszuwechseln oder hast du ihn glücklicherweise drin gelassen? Ich habe ihn glücklicherweise drin gelassen, weil er als VNs gemacht hat. Am Mittwoch ist er ausgefallen wegen einer Magen-Darm, wie auch der Chipper aus dem Hamlet hat auch Magen-Darm und deswegen muss man da vielleicht auch mal ein Auge zubringen, dass er heute nicht 100% deine körperliche Verfassung hat sich trotzdem bemüht. Herr Gobebo, noch eine Frage. Bist du ganz positiv, dass das für die Saison sicherer läuft als im letzten Jahr? Die Liga ist ja wahrscheinlich noch stärker geworden. Ja, es ist sie. Es läuft ja nicht. Wir haben 8 Punkte nach 7 Spielen. Dass wir gegen Hertha BSC hier Leipzig und auch heute sehr gut gespielt haben, das bringt ja nichts, weil wir alle 3 Spiele nicht gewonnen haben. Die Liga ist sehr ausgeglichen, es gibt ein großes Gefälle von ganz, ganz starken Mannschaften. Wir kämpfen ja mit den sogenannten kleineren. Wir haben dieses Jahr wieder 10. Das ist wie eine Meisterschaft wie 500.000. Das ist unser Ziel und wir haben gute Jungs, gute Burschen, die solche Spiele wie heute nutzen, um Lehrgeld zu zahlen und zu lernen. Und wenn sie alles das machen, was wir uns vorstellen, haben wir mit Abstieg nichts zu tun. Sollten wir eine andere Einstellung haben, werden wir immer gegen Abstieg stehen. Okay, gibt es weitere Fragen? Dann, das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir ganz kurz noch zu 2 Ergebnissen vom Pokal von gestern, also von den vermeintlichen Mitfavoriten. Das bedeutet Wacker Leistung, Rot-Weiß Erfurt 0-7. Und ebenfalls im Eichfeld musste Kassel schon am Freitag antreten in Großen Gottern und gewinnt dort 0-5. Der Finalist oder unser Finalist vom letzten Jahr oder von der vergangenen Saison, das ist das letzte Jahr gewesen, Bad Langensalza ist ebenfalls ausgeschieden. Deshalb sind wir sehr, sehr glücklich heute mit dem Einzug in die nächste Hauptrunde. Unser nächstes Spiel findet am Mittwoch, den 11. September um 19 Uhr in Babelsberg statt. Dann ist Pause und das nächste Heimspiel ist am Freitag, den 20.09. um 19 Uhr hier gegen Rot-Weiß Erfurt. Da startet morgen der Vorverkauf an den üblichen Vorverkaufsstellen wie dem Badehaus, der Stadtinformation und natürlich bei uns in der Geschäftsstelle. Diesbezüglich werden wir auch nochmal informieren. Wünschen wir den Gästen eine gute Heimreise. Viel Erfolg in der nächsten oder der weiteren Saison, im weiteren Saisonverlauf mit besseren Ergebnissen, final. Ich wünsche Ihnen einen schönen Restsonntag, einen guten Heimweg und wir sehen uns in knapp 14 Tagen. Danke.